Boah, das gibt jetzt wieder was. Wollen wir erstmal? Nee, plaudern brauchen wir wohl nicht, weil er hätte uns ja sonst was zu sagen. Ich plaudere jetzt einfach trotzdem. Ich bin dafür. Ja, okay, plaudern war. La la la. Mehr war nicht. Ach so, bei mir fragt Luke, hallo, was machst du so? Oh, ich hab nur. Naja, ich hab nur etwas nachgedacht. Nachgedacht? Wo, nachgedacht? Worüber denn, wenn ich fragen darf? Über meine neuen Aktionen. Ich bemühe mich, damit der Zirkusdirektor stolz ist. Zerzaust dir nicht dein Fell deswegen. Wir kriegen das gemeinsam schon hin. Ge gemeinsam? Du hilfst mir? Das ist ja so lieb von dir. Und das ist so süß von ihm. Hasentheater. Okay. Bling. Nummer 3. Das verlorene Eichhörnchen. Oh. Neun Aktionen. Oh. Unser vergnügter Hoppler trifft ein kleines Eichhörnchen, das sich verlaufen hat. Hilft er Für ihm? dieses Drehbuch werden 9 verschiedene Aktionen benötigt, klar? Ja. Yes, Sir. Eines Tages war Herr Hase unglaublich gut gelaunt. Tänzeln? Spazieren ist, glaube ich, Ja, austauschbar. Die Frage spazieren, ist, ob wir ja. eins davon später noch brauchen. Ja, eben. Gucken wir erstmal mit. Oder gucken wir erstmal die durch, die war. Wo er was zu sagen hat. Also gut. Kein Wunder, er hatte sich gerade auch noch warm. Gerade ein noch warmes Sesambrötchen gekauft, auf das er sich freute. Kannst du verlegen gucken? Genau das suchen wir hier. Ja, Verlegenheit. Verlegenheit, ja. Als er. Na, okay, erstmal weiter. Ne, warte, haben wir nicht Stolpern irgendwo? Was? Wieso? Achso, ich. Torkeln. Torkeln haben wir. Na, aber wir können ja. Ja, okay. Machen wir das erstmal rein. Ja, aber ich dachte mir erstmal, dass wir das nehmen, wo er was sagt. Ja, Damit wenn es es doch schon einfacher recht ist. klar ist. Na Ja, gut. aber. Wo kam das Kleine bloß her? Unser Hase redete beruhigend auf es ein, aber er vermochte es nicht zu trösten. Besorgt, weiß nicht, was er machen soll. Schock, Unruhe, Sorge. Sorge, ja. So, ja, okay, bla bla Weiter. bla. Ja. Weiter. Als er sich wieder beruhigt hatte, verriet es unserem Hasen, wo es wohnt. Und dieser brachte es heim zu seiner Mutter. Trösten. Wo haben wir denn Trösten? Wackeln, Handstand, Spähen, Tänzeln, Spazieren, Jubel, Gequassel, Unruhe. Spielen, Haben wir Trösten tänzeln. gerade schon mal irgendwo reingesetzt? Mal gucken. Sorge, Torkeln, Verlegenheit. Nee, wir haben kein Trösten. Spielen. Trösten, vorwärtslaufen, Dorne. Mal gucken, dann. Schnatternde Gesprächigkeit? Entschlossen ist man ja auch. Spähen, Handstand, Wackeln? Nee. Gebanntes Umschauen, weil er die Mutter sucht. Nee, es ist ja, man soll ja trösten. Also man ist entschlossen, den. Also, naja, obwohl. Dieser brachte es heim zu seiner Mama. Spähen vielleicht? Ja, doch, machen wir mal spähen. Na gut. Okay. So, okay, und die anderen sind alle Ja gut, das ist austauschbar. okay. Eines Also, Tages unglaublich unglaublich gut gut gelaunt. gelaunt. Na, dann machen wir spazieren. So, dann, das arme Kind bestimmt wieder aufmuntern. Paar Kunststücken. Handstand. Handstand, gute Idee. So. Aber es nützte nichts. Erst mit dem leckeren Sesambrötchen ließ sich das Nagelkind endlich zur Ruhe bringen. Vielleicht mit Gequassel? Nee, ist glaube ich nicht. Wackeln, jubeln. Machen wir erstmal weiter. Ja. Brötchen war verputzt, traurig ließ er die Löffel hängen, machte sich auf den Heimweg. Also, jetzt ist unserer traurig, schmollen, würde ich dann sagen. Ja. Da eilte die Mutter des Eichhörnchens herbei und Karottenkuchen. Hier den Jubel. Jubel, ja. Jetzt brauchen wir So. noch das hier vorne. Lecker. Ließ sich das endlich zur Ruhe bringen. Gewackelt mit dem Hinterteil vielleicht? Naja, aber wieso? Weil er jetzt endlich ein Brötchen hat. Ja, aber So. das ist doch das Nagerkind. Also das. Wir spielen ja den großen Hasen.
Verstümpftes aufstampfen, nee. Ja, aber da steht ja überhaupt nichts über den Haseln, deswegen erst recht irgendwas. Wackeln. Ich würde Wackeln immer noch nehmen. Na gut. Na dann mal sehen. Ich glaube, das haut nicht hin. Wegen dem Trösten, glaube ich. Mal sehen, ob du deine Hausaufgaben auch gemacht hast. Deine Hasaufgaben. Eines Tages war Herr Hase unglaublich gut gelaunt. Nicht schlapp machen. Kein Wunder, er hatte sich gerade ein noch warmes Sesambrötchen gekauft, auf das er sich freute. Ha, Brötchen kannst du wirklich gut, das muss man dir lassen, nicht schlapp machen. Als er frohen Mutes vor sich hin hüpfte, stolperte er über ein weinendes Eichhörnchen. Richtig, ja. Nicht schlapp machen. Wo kam das Kleine bloß her? Unser Hase redete beruhigend auf es ein, aber er vermochte es nicht zu trösten. Genau wie ich es mir vorgestellt habe, nicht schlapp machen. Mit ein paar Kunststücken kann ich das arme Kind bestimmt wieder aufmuntern, dachte Herr Hase. So wird es gehen. Aber es nützte nichts. Bla bla bla. Oh, siehst du, wir können eigentlich schon... So hatte ich mir das nicht gedacht, aber nun gut. Oh, naja. Erst mit einem leckeren Sesambrötchen ließ sich das Nagerkind endlich zur Ruhe bringen. Als es sich wieder beruhigt hatte, verriet es unserem Hasen, wo es wohnt, und dieser brachte es heim zu seiner Mutter. Nein, leg dich mir ins Zeug. Na toll. Doch sein Brötchen war nun verputzt, traurig ließ er seine Löffel hängen und machte sich auf den Heimweg. Richtig, ja. Da eilte die Mutter des Eichhörnchens herbei und gab dem hilfsbereiten Hasen als Dank einen riesen Karottenkuchen. So wird es gehen. Keine gut, alles gut. Das war nix. Nein, wenn du ja mitmachen willst, musst du dich zusammenreißen. Mal sehen. Vielleicht hat es jetzt gehangen am... Ich glaube an zwei am Sachen. Am Trösten, am Spähen zumindest mal. Ja. Und? Also das war ja das Paar, Wackeln oder? Mit dem Hinterteil. Das hat, glaube ich, auch nicht gepasst, oder? Nicht so richtig. Aber er hat, glaube ich, aber gesagt, da hat er nichts gesagt. Also da war kein Paar dran, ne? Ja, da ging's so. Gucken wir doch mal ins... Aufgabenbüchlein, ins Dingsbüchlein da. Vielleicht können wir da was Neues kriegen. Verlegenheit? Nee. Wenn man ein Kompliment Verlegenheit bekommt, und Graben will er bei mir verlegen, aber man Kugeln spähen, stampfen. Sorge! Graben, warte mal, das kann er noch nicht. Da kann er ganz viel noch nicht bei mir gerade. Ich könnte neben ihm auf den Boden tippen. Ah! Das müssen wir mal machen dann. Ach so, echt mal. Ja, bringen wir ihm erstmal per Dressieren das Graben bei, danach gucken wir weiter. Und er kann graben. So bringen wir ihm also Sachen bei. Ah, schön. Warte. Na, aber ich bin jetzt schon fertig. Was machst du denn bitte noch? Was hier? Ach so. Jetzt gräbt er. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Na dann, zack, zack. Zack, zack. Ja, los, ja, los. Ich muss warten, bis er fertig ist. Zielstrebig. Ja, das kommt in den Hasenbüchlein. Blablab-Aktion kannst du nutzen. Entschlossen, verstanden, Hasigoreng graben hinzugefügt. Warum hast du nicht da angefangen, wo Luke angefangen hat zu sprechen? Ich dachte, du hast schon weggetippt. Nein, ich war an der Stelle und habe auf dich gewartet. Herumkugeln will er noch lernen. Vorwärtsrolle muss ich vielleicht seinen Rücken kraulen. Also. Okay, aber ich dachte, herumkugeln kann er schon, deswegen. Dressieren. Schwupp. Ist das süß. Und wieder zurück. Das war das Herumkugeln, oder? Ja, eigentlich ist es ein einfacher Purzelbaum. Aber was du machst, ist viel niedlicher. Etwas schwindelig ist mir jetzt schon. Aber das war richtig gut. Ich schreibe es gleich ins Hasenbüchlein. Damit bringst du die Zuschauer zum Lachen. Oder zum Oh sagen. Na gut, auch wenn mir dann wieder schwindelig wird. So, okay, dann stampfen. Weiter. Stampfen. Hat er aber schon und Sorge. Okay. Sorge hat er auch und das war's alles. So, können wir jetzt, wollen wir es nochmal machen? Müssten wir es jetzt eigentlich hinkriegen. So, Hasentheater. Und nochmal, nächstes. Also, unglaublich gut gelaunt. Spazieren. Reicht.
Wo ist denn spazieren? Ah, da. Er hatte sich gerade ein warmes Brötchen gekauft, auf das er sich freute. Verlegen. Wo ist die Verlegenheit jetzt wieder? Da ist die. So, wo ist sie denn? Warte, wo ist sie denn? Na, oben. Bei den roten. Ach ja, genau. Die habe ich irgendwie. Okay. Er stolpert übers Eichhörnchen, das war Torkeln. Beruhigend einreden, wie war das? Besorgt? Sorge, genau. Was war das? Was war was? Ich sag, als er frohen Mutes vor sich hinhüpfte, stolpert er übers Eichhörnchen Torkeln. Ja, ja, stimmt. Ach so, du machst wieder erst alle, wo was drunter steht. Ja, nee, weil ich hab das schon wieder vergessen irgendwie. Deswegen. Wo kam das Kleine bloß her? Also Kunststücken. Held weiß nicht, was er machen soll. Hey, wollen wir rumkugeln bei den Kunststück? Warte mal, wo bist du denn? Also ich hab jetzt schon 1, 2, 3, 4 und 5. Was hast du denn bei 4 und 5? Na, bei 4 ist es Sorge, bei 5 ist es rumkugeln bei mir jetzt. Warte. Ich finde die immer nicht. Sorge. Rumkugeln beim 5. Wo ist denn rumkugeln jetzt wieder? Da. So. Es nützt dir nichts. Erst mit dem leckeren Sesambrötchen. Sesambrötchen. Geben eigentlich irgendwas. Gequassel vielleicht. Hier hast du ein Sesambrötchen. Na gut. So. Entschlossen, den Kleinen zu trösten. Jetzt haben wir ja wieder keine Sorge mehr. Oder spazieren? Spazieren wäre da... Ah, genau. Das hätten wir eigentlich schon machen können bei 7. Dann dürfen wir spazieren am Anfang nicht nehmen. Dann nehmen wir da halt Jubel. Klar, Jubel würde auch passen ins Erste. So, dann machen wir spazieren bei dem. Und spazieren? Klar. Nein, doch. Graben. Was, du bist entschlossen, den deinen kleinen Freund zu trösten und er... Graben ist eine zielstrebige Geste. Ja, aber spazieren, er soll ihn doch auch nach Hause bringen. Ich nehme Graben, du nimmst Spazieren. Ich nehme Spazieren und ich werde recht haben. Sein Brötchen war verputzt. Traurig ließ er die Löffel hängen, wusste jetzt. Schmollen. Da eilte die Mutter des Eichhörnchens herbei und gab dem zum Dank einen riesigen Karottenkuchen. Jetzt wäre Jubeln eigentlich nochmal gut. Tänzeln? Vielleicht? Warte mal dann. Ach genau, dann machen wir als erstes Tänzeln. Und dann Jubel als letztes mache ich. Das würde so für mich am besten passen. Also gut, das macht Sinn. So, ich mach schon mal. Bin dabei. Na toll, wenn meins jetzt richtig ist. Mal sehen, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast, bla bla bla. Unglaublich gut gelaunt. Ja, das ist ja... Machen wir, klicken wir es einfach durch. Ja, ich lese es nicht nochmal alles vor. Okay. So, okay. Toll. Toll. So, Torkeln ist bei mir gerade, ja. Mhm. Und es ist... Passt. Ja, genau. Jetzt kommt die Sorge. Ja. Toll. Toll, genau. So, weiter geht's. Nicht herumkugeln. Mhm. Passt. Jo. Gequassel. Mhm. Nicht gedacht, aber nun gut. Passt. Okay. Jetzt kommt mein Graben. Jetzt kommt mein Spazieren. Nein, leg dich mehr ins Zeug. Toll. Was? Mhm. Ich fass es nicht. Das gibt's nicht. Warum graben? Weil das nicht graben so direkt ausdrückt, sondern einfach so eine Zielstrebigkeit, so eine Entschlossenheit. Das hat nämlich Luke gesagt, als sie das ins Hasenbüchlein eingetragen haben. So eine Flechheit. So, dann mache ich jetzt meins noch schnell durch und dann... Okay. Brrr. Na komm. Ende gut, alles gut. Bravo. Sieh an, gar nicht mal schlecht für einen Anfänger wie dich. Das verlorene Eichhörnchen abgeschlossen. Kann das nicht ein bisschen schneller gehen? Mano. Jetzt hast du ein ganz schönes Repertoire, da fühlst du dich sicher gut. Halt die Fresse, ich bin noch nicht so weit. Ja, mir wird immer ganz warm und wohlig ums Herz, wenn du mir was erklärst. Lass mich in Ruhe. Oh, wie nett. Du bist allerdings auch so schön warm und flauschig. Ich töte dich. Oh, ich habe mir dann noch eine Aktion überlegt. Da bin ich gespannt. Licht, Kamera. So, hab aufgelegt. Na okay, ich rufe ihn wieder an.
Ich hab und damit nicht... meine ich meine tolle neue Aktion. Du kannst mich mal... Das verstehe ich nicht. Du weißt schon, Menschen haben doch auch sowas, wenn ihnen was einfällt. Heureka, sagen sie dann. Ah, Heureka. Du meinst, wenn sie einen Geistesblitz haben. Diese grandiose Idee wird natürlich sofort in meinem Hasenbüchlein notiert. Sehr gut. Bist du jetzt endlich da? Bist du jetzt endlich fertig? Warum? Hast du das alles weggedrückt? Wie denn? Ich war noch nicht fertig. Hast du mir nicht zugehört, Mann? Du hast, du doch, tust aber ich dachte, so. Du bist jetzt inzwischen da. Nein, ja jetzt, ja und ja, jetzt darf ich mal. Den ganzen. Ich war auch nicht untätig, sag gerade bei mir. Blabla, 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 blabla. Jetzt muss ich hier durchklicken, weil du das ja alles schon gesagt hast. Ja, ich bin halt, ich will halt hier das ein bisschen zeitsparender gestalten. Dankeschön, ist ja nett. So, was hast Trick ausgedacht? Bla bla bla, nee. Ja doch, doch, meinst du, du kannst so tun, als ob du ganz erschöpft umfällst. Plumpsen. Und wenn du außerdem noch aufgeregt auf dem Boden herumzappeln könntest. Was? Hast du Plumpsen schon? Nein. Nein? Ups, dann bin ich zu weit. Ich hab... Oh, Alter. Na, ich dachte, ich du bist schon durch. Ich sag dreimal, wo ich bin. Hm. Mann. Na okay, dann mach weiter. Stimmt machbar, ich werde es mal versuchen. Prima, dann nehme ich die erschöpfte Aktion einfach plumpsen. Jetzt sind wir. Und die Aktion, bei der du wild herumzappelst, nenne ich mal Wutanfall. Mhm. Plumpsen und Wutanfall. Das werde ich gleich beide, die werde ich gleich beide ausgiebig üben. Wunderbar, ich notiere die Aktion, mir die Aktion sofort im Hasenbüchlein. Einfach hoppelt. Einfach hoppelt. Süß. Geistesblitz auch noch. Geistesblitz, ja. Plaudern? Er hat irgendwas. Oh, ja, machen wir. Woran denkst du gerade, Hasigoring? Also, weißt du, ich hab mal im Zirkus einen Clown gegessen. Der war der ganz schön rumgewirbelt hat in meinem Bauch. Nein, gesehen. Ich dachte, vielleicht kann ich das auch, aber ich falle nur immer um. Wenn du Pirouetten drehen willst, machst du das aber falsch. Genau, ganz falsch. Wir brauchen dafür nämlich diese eine Figur, Pirouette. Dann musst du dich nämlich seitwärts drehen, nicht vorwärts. Oh, ich wusste doch, dass ich etwas falsch mache. Wenn Hörnchen und Herr Bär das schaffen, kann ich das schon lange. Denen werde ich eine Pirouette zeigen, die ihresgleichen sucht. Sehr gut, es ist immer gut, sich von anderen inspirieren zu lassen. Gut, dann werden wir das später noch etwas üben. Ja, bitte, Luke. Du bringst mir das Herumwirbeln bei. Bringen wir es ihm noch schnell bei und dann machen wir erstmal... Okay. Jo. Hallo. Wie machen wir das denn? Mal gucken. Ach, wahrscheinlich so drehdingsmäßig. Muss auf sein Hinterbein stehen und wirbeln. Was, wenn ich seinen Oberkörper streichle? Hm. Gucken wir mal. Buff! Wutanfall! Ah, aufhören, Luke, das kitzelt! Hey, entschuldige, gehört aber zum Training. Es wäre noch lustiger, wenn du dabei versuchst, böse auszusehen. Das kann ich bestimmt, weil ich gar nicht gerne gekitzelt werde. Moment. Wird es jedes Mal so kitzeln, wenn ich das mache? Hm, wahrscheinlich. Oh, also, dann muss ich mich aber erst daran gewöhnen. Mach nochmal, Luke. Oh, er hat schon einen Wutanfall jetzt. Also, nochmal. Herumwirbeln? Den Oberkörper streichen. Jetzt ist er bei mir nochmal hier. Also, plumpsen. Plumpsen, plumpsen. Wie machen wir plumpsen? Gucken wir mal. Das ist auf dem Boden liegen. Vielleicht, wenn ich sein Bäuchlein auf den Boden ziehe. Mhm. Gucken wir mal. Buff. Ah, das ist der Handstand, fuck. Ich hab'n... Ah, oh, das sieht süß aus. Hast du's? Nee. Mache. Zieh'n runter. Macht er bei mir nicht. Na, dann so auf Bauchhöhe und dann hoch runter. So. Nur auf Bauchhöhe. Da macht er mir immer Wutanfall. Hä? Auf Bauchhöhe? Wenn du da... Na, dann musst du erstmal vielleicht Plumpsen auswählen. Im Hasenbüchlein. Hab ich ja. Dann weiß ich nicht, was du falsch machst.
Plumpsen. Na, so weiter unten so rumstreicheln. Von vorne. Ja, von links nach rechts, von oben nach unten. Von oben nach unten. Nach, entweder Handstand oder von oben nach unten. Von oben nach unten, so Bauchhöhe. Jetzt da. Geht doch. Schwede. Das ist war süß. War das ein akzeptables Plumpsen? Das war sogar richtig spitze. Das könnte nicht mal ich so, das könnte ich nicht mal halb so gut. Jetzt siehst du ganz geschafft aus. Noch ein Eintrag fürs Hasenbüchlein. Ob ich so einschlafen kann? Er beherrscht nun die Aktion Plumpsen. Und es wurden neue Infos hinzugefügt. Schön. Rumwirbeln? Ja, machen wir das mal. Auf seinen Hinterbeinen stehen und wirbeln. Was, wenn ich seinen Oberkörper streichle? Erstmal nach oben. Upsa. Ich will nicht plumpsen lassen. So. Und jetzt, wenn ich ihn auf die Beine stelle und ihn dann streichel, dann wirbelt er rum. Irgendwie bin ich zu dumm für dieses Spiel. Na, kannst du ihn auf die Hinterbeine stellen? Ja, da steht er mir schon. Und dann jetzt hab ich's auch, hin und her, ja. Oh, jetzt ist mir ganz schwummerig zumute. Oh, weh, mute dir nicht zu viel auf einmal zu. Es geht schon wieder. Der Raum dreht sich kaum noch. Du hast aber ganz schön lange durchgehalten, wie ein echter Balletthüpfer. Danke. Das kommt jedenfalls auch ins Hasenbüchlein. Wenn du in einem Stück tanzen musst, ist das die ideale Aktion. Außerdem kannst du damit auch ausdrücken, dass du froh bist. Verstanden. So, dann wollen wir auch mal wieder... Was ist das denn? Ach, das ist die Hand. So. Ich dachte, was hat der für einen weißen Batzen da auf der Backe? Können wir jetzt speichern? Können wir machen. Gut. Ich habe nämlich heute noch ein anderes Projekt aufzunehmen. Da wünsche ich dir schon mal viel Spaß dabei. Oh ja, werde ich haben. Mega Man! Okay, jetzt tue ich mich mal da speichern wieder. Blink, okay, blink, blink. Dann noch einen schönen Abend und... Ja, gleichfalls schönen Abend und... Dankeschön. Tschüssi. Tschüssi.